So, da sind wir dabei. Dark Souls, weiter geht's. Wir stehen in The Great Hollow rum. Merkt euch, Pilze sind extrem gefährlich. Ja, voll auf die Schnauze gefallen beim letzten Mal. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier runterlatschen. Und dann vielleicht nicht von den Dingern abrutschen. Der Drop war dann ein bisschen zu viel. Ich guck mal, dass ich meine Seelen wieder bekomme. Jetzt habe ich nur genau das gleiche Problem wie beim letzten Mal. Ich muss erstmal den Weg wieder runterfinden. Es ist, wie schon angesprochen, beim letzten Mal egal, wie oft ich hier bin. Okay. Gut zu wissen, dass hier auch einer von euch ist. Egal wie oft ich hier bin, ich bin immer ultra verwirrt, einfach nur, wo genau ich überhaupt hin muss. Ich gehe mal hier lang. War das richtig? Irgendeine Ranke? Komm schon. Reich mir deine Ranke, Freund. Na, geht's weiter runter. Oh, da oben liegt was. Okay, das nehme ich dann noch einfach mal mit. Wenn ich schon sehe, dann sack ich es auch rein. Ich bin gerade nicht mal so wirklich sicher, was es überhaupt sein soll. Red Titanite Chunk, okay. Gar nicht so scheiße. Kann man mal benutzen, wenn man Feuerwaffen machen will, aber wie gesagt, da ich auf ja, pure Stärke einfach nur gehe, ohne irgendwelche Statuseffekte, ist das eine Sache, die ist ja nett zu haben. Oh, aber die brauchen wir nicht wirklich. Das war knapp. Ein bisschen zu weit seitlich runtergerutscht, fast schon. So, okay. Wir kommen der Sache ein bisschen näher. Was zur Hölle? Basilisk? Wo kommst du denn her? Er weiß auch nicht so wirklich, wo er hin will, glaube ich, so wie es aussieht. Ich dachte immer, die wären nur auf den unteren Etagen. Ja, wärst du mal auf der unteren Etage geblieben und hättest du nicht am Fahrstuhl rumgespielt. Dann würden deine Knie jetzt nicht zwischen deinen Augen hängen, wenn ihr Knie habt. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr irgendwelche Gelenke habt. Noch einen kleinen schleimigen Bein. Oh, das ist kein Sprung, den ich testen will. Das ist kein Sprung, den ich testen will. Ich hätte natürlich auch so klug sein können und einfach meine Aufnahme nochmal anschauen, wo ich genau runtergelaufen bin, aber nö. Warum nicht einfach mal gucken, wo man sonst noch so runterkommt? Vielleicht habe ich irgendwann dann mal einen Weg im Kopf, den ich auch weiterhin benutzen kann. Okay, hier. So, wie komme ich da durch? Ach du Scheiße. Hier komme ich nicht durch. Nein, hier komme ich nicht durch. Es ist blöd. Das ist ein bisschen blöd. Wie komme ich denn zurück? Oh, shit, Son. Echt, jetzt muss ich da rüberrollen? Das ist keine gute Idee. Ich werde voll drauf gehen. Ich werde voll drauf gehen. Kann ich da nicht durchrollen? Oh, shit, nicht springen. Ich habe eigentlich nur an Rollen gedacht für einen kleinen Moment, aber das funktioniert auch nicht so wirklich. Na gut. Dann versuche ich die Rolle hier rüber. Jawohl. Gerade so noch funktioniert. Blue Titanite Chunk, okay. Ich glaube, ich habe diesmal wirklich die Route genommen, wo der ganze Scheiß rumliegt. Ah, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Okay, da geht's runter. Können nicht einfach irgendwelche Schilder aufhängen? Oder Einweiser, die einem dann sagen, ey, hier rechts lang. Ach, fuck, echt, jetzt komm schon, ich dachte. Oh, du bist der Typ, der gestorben ist. Das war witzig. Ich glaube, wie du voll da runtergesprungen bist. Ich weiß auch nicht, warum du das gemacht hast. Was hast du denn Hübsches dabei? Eye of Death. Auch nicht übel. Braucht man für den Gravelord Covenant, soweit ich weiß, um Gravelorden gehen zu können. Aber um da einzusteigen, muss man es schon frühzeitig im Spiel machen. Das heißt, da darf man Nito noch nicht gekillt haben. Zumindest fällt mir gerade spontan keine Möglichkeit mehr ein, wie man Gravelord werden kann, wenn. Okay. Hast du deine Trampolinbeine getestet, die du zu Weihnachten bekommen hast? Die scheinen auf jeden Fall zu funktionieren. Hab schon. Auch noch. Und dann du und. Dann muss ich so langsam mal Ausschau halten, wo ich meine Seelen abliegen lassen. Ne, ist noch ein Stückchen weiter unten. Ist doch noch ein Stückchen weiter unten, als ich dachte. Ist noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe, was noch interessant wäre? Irgendwie nicht so wirklich. Irgendwie nicht so wirklich, ne. Gut, dann weiter runter. Ja,
Warum zur Hölle liegen hier eigentlich überall tote Basilisken rum? Haben die irgendwie alle ihre Trampolinschuhe ausgepackt und haben dann nicht damit gerechnet, dass es ganz schön wehtun kann, wenn man irgendwie aus 50 Metern irgendwo runterfällt? Das hätte ich ihnen auch sagen können. Gut, okay, Seelen haben wir zumindest mal. Unsere eine Soft Humanity ist auch wieder am Start. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und jetzt sollte ich mir gut überlegen, wo ich hier wirklich runterspringe. Pilzmenschen! Die auch ein bisschen mehr HP haben als Basiliskenfreunde. Alter, ihr haltet ernsthaft zwei Schläge von meinem Zweihänder aus. Nicht übel. Also das ist der normale Weg, glaube ich einfach mal, den man, ja, gehen sollte vielleicht auch, wie man beim letzten Mal dann gesehen hat. Oh, what? Vom Champignon den Angriff gestoppt zu kriegen, ist keine Sache, die ich oft erleben will. Die sind wahrscheinlich pisst, dass ich ihre Kinder erschlagen habe. Ich wäre auch pisst, wenn jemand auf meine Kinder einschlägt, irgendwann mal mit zwei Händen. Das muss... Oh, shit! Wie gesagt, Pilze sind scheiße gefährlich. Das war kein Joke mit Pilze sind gefährlich. Nicht nur die, auf die man runterspringen kann, sondern die, die einen hier klatschen wollen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Darauf hier rumzuschreien, ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Ich gehe. Ich leg mich einfach mal nicht mit denen an. Nicht stehen bleiben, einfach weitergehen. Okay, wir sind in Ashley angekommen. Das ist der Bereich, den ich gemeint habe, der so ultra genial einfach nur aussieht. Ich weiß auch nicht, ich mag die Optik. Es ist so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es wirklich gar nicht beschreiben, wie oder wie sich es anfühlt, hier zu sein. Es ist einfach... Irgendwie sieht es so ruhig aus. Entspannt. Und dann sieht man die Hydra da drüben und denkt, ja, okay, so wirklich entspannt ist es nicht wirklich. Geht so. Könnte besser sein, vielleicht mit einer Couch oder so, ein bisschen was zu trinken. Eine Begrüßung, die nicht unbedingt mit irgendeiner Magieattacke beginnt. Aber man kann nicht alles haben. Wie gesagt, das hier ist auch die Ecke, wo dann die Siegmeier-Storyline zu Ende geht. Gibt es hier eigentlich irgendwas hier hinten? Gerade die Ecke gesehen, in der ich noch nie wirklich war, aber hier scheint es auch nichts zu geben. Okay, dann schauen wir mal. Hier gibt es nicht arg viel zu tun eigentlich. Wie gerade gesagt, Siegmeier-Storyline ist hier zu Ende. Gibt es hier eine Hydra, die wir klatschen können, die wir nicht unbedingt klatschen müssen. Sollte nicht unbedingt direkt an der Kante laufen. Denn ihr seht, hier geht es dann auch extrem schnell runter. Das ist nicht so gut. Ich flüchte mich jetzt einfach in die Wurzel rein. Okay, Dragonscale. Und man kann hier, by the way, auch einem Covenant beitreten. Mich hier hoch. Jawohl. Muscheln sind ja auch. Die gleichen, die im Prinzip schon vor Sief waren. Nie so das große Hindernis. Die können wir einfach kurz klatschen. Da haben wir, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Health als die vor Sief. Oh Gott. Die Attacke ist... Oh, shit. Das Gute an der Sache ist halt, dass die Gegner auch von der Attacke der Hydra getroffen werden. Die, by the way, gerade mal einen Köpfer darüber gemacht hat einfach. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie kann's. Ich nehme es jetzt einfach mal hin. 7,2 von 10, maximal. Das hättest du besser hinkriegen können, mal ganz ehrlich. Du hast mich enttäuscht. Hier runter, hier kann man runter. Hopp. Hier reinrutschen. Was ist denn los mit euch? Oh nein, 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 nein. Bitte nicht cursen jetzt. Shit. Shit, shit, shit. Oh, musste das jetzt sein? Musste das jetzt echt sein hier an dieser dummen Stelle? Ah, gecursed werden ist natürlich nicht so wirklich toll. Aber dann haben wir das auch mal gesehen. Das ist mir nämlich bisher noch gar nicht passiert. Ja,
While cursed, your HP is halved. Das ist ein Bullshit. Habe ich einen Purging Stone dabei? Ich hoffe, ich habe einen Purging Stone dabei. Nein. Nein. Natürlich habe ich keinen verdammten Purging Stone dabei. Ja, dann würde ich sagen, war das doch ein recht kurzer Ausflug darunter. Aber ich werde erstmal wieder zurückgehen, denn ja, gecursed rumlatschen möchte ich eigentlich nicht so. Es ist nicht wirklich spaßig. Ah, Mist, und ich habe mich nicht ans Bonfire unten rangesetzt. Das ist natürlich jetzt noch eine viel bessere Sache. Das bedeutet, wenn ich runter wollte, müsste ich nochmal runterlatschen. Wunderbar. Wisst ihr was? Ich latsche nochmal ganz kurz runter. Ich spule das hier mal ganz kurz vor, damit ihr euch den Abstieg nicht nochmal angucken müsst. Hol kurz meine Seelen zurück, dann gehen wir uns, wenn wir unten fertig sind, dann wieder heilen, in Anführungszeichen. Dass wir den Curse wegkriegen. Was aber auch vielleicht interessant ist, was ich hier an der Stelle mal ganz kurz ansprechen kann, was worauf ich noch nicht wirklich gekommen bin. Wenn man gecursed ist, kann man auch gegen Geister kämpfen. Also, Transient Curse macht in Anführungszeichen nicht arg viel anders, als dass es ein ja, cursed für einen Moment und man in der Zeit sozusagen gegen die Geister kämpfen kann. Ich glaube, die Basilisken sind auch schon lange nicht mehr passiert von diesen Typen. Aber wenn man halt in so einem engen Gang rumsteht und der Typ einen voll in die Fresse rotzt, dann kann das schon mal schnell passieren. Also wie gesagt, wenn man gecursed ist, kann man auch gegen Geister kämpfen. Da muss man nicht mal einen Transient Curse benutzen, aber das ist dann halt auch ein relativ hoher Preis, den man zahlen muss, um gegen Geister zu kämpfen. Deswegen ist Transient Curse eigentlich meistens die bessere Wahl an der Stelle. Außer man ist schon gecursed und muss sowieso an die Stelle, dann kann man es natürlich auch lassen. Gucken, dass man so durchkommt und sich dann danach wieder ganz machen lassen. Na gut, wir treffen uns dann unten. So, sind wir da unten in Ash Lake angekommen. Wie gesagt, Pro-Tipp an der Stelle nochmal. Ihr solltet euch auch ans Bonfire ransetzen und nicht nur entzünden, denn ansonsten kann genau sowas passieren, wenn es eben Bonfire ist, an das man sich nicht ranwarpen kann. Dann viel Spaß beim Absteigen, Hochsteigen, Rüberspringen und Unmengen von Gegnern töten. Wie gesagt, es ist mir nicht zum ersten Mal passiert, aber es ist eine Sache, ja, die kann einem einfach mal passieren, wenn man wirklich das Bonfire einfach nur, holy shit. Okay. Ich bin beim letzten Mal ein bisschen schneller. Wenn man einfach nur das Bonfire kurz entzündet und dann schnell weiter rennt, dann kann sowas schon mal ganz schnell in die Hose gehen. Wie gesagt, cursed hier rumrennen ist auch nicht unbedingt so die geilste Idee, aber es sollte trotzdem funktionieren, denke ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das jetzt der Ansatz zum Köpfer oder hast du mal wieder irgendwie was ins Gesicht spucken wollen oder was machst du? Weiß auch nicht so genau. Abtauchen. Soll mir recht sein. Ah, oh, von wegen abtauchen. Habt ihr gerade im Schatten gesehen, einfach mal rüberspringen. Okay, schön. Jetzt sind wir wenigstens gleich wieder an der Stelle, wo unsere Seelen rumliegen. Trotzdem noch keine wirklich jetzt sichere Position, weil die Gegner sind natürlich trotzdem weiterhin da drin. So. Jetzt müssen wir hier runter sliden ganz kurz. Sack ich meine Seelen ein und verzieh mich erstmal wieder. So. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Hier kann man kämpfen. Schnell nach hinten gehen, wenn sie hier ansetzen zu ihrer Attacke. Was ist los mit der? Schieb deine Schnauze nicht überall rein. Hängt der Pilz da oben fest?
Sorry, Alter, die Chancen muss ich auf jeden Fall nutzen und ich klatschen jetzt. Aber von wegen der Pilzing-Quest. Nein, hängt er nicht, aber... könnten uns... oh, shit. Pilzkrebs. Warum auch nicht? Machen wir was anderes. Nicht immer süße Pancakes machen. Aber mal einen Krepp aus den Typen machen. Okay. Wo können wir hier hinlatschen? Ein bisschen was zum Einsammeln. Komm ich von hier? Ne, da muss ich rüberlaufen irgendwie. Wie war das nochmal? Oh Gott, Kamera, hör auf damit. Mach keinen Scheiß. Wenn ich hier jetzt natürlich runterfall, dann ist auch blöd. Oh nein. Okay. Ernsthaft, oder? Oh Mann, es war so klar. Ich wollte gerade sagen, wie zur Hölle kann ich überhaupt auf dem Teil stehen? Ich bin geschwebt. Oh, Basilisken. Eigentlich kein großes Problem, aber an so einer Stelle absolut nervtötend. Und Leute, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten uns so langsam auch mal verziehen. Zumindest habe ich diesmal dran gedacht, mich hier ans Bonfire ranzusetzen. Es gibt hier nicht arg viel unten. Ist ein cooler Bereich, ist natürlich auch ein gefährlicher Bereich, wie man hier erkennen kann. Aber es gibt nicht mehr viel zu tun für uns. Die paar Items, die hier noch rumliegen. Oh Gott, lauf. In den Covenant will ich auch nicht. Ja, hier drin ist man erstmal sicher. Das ist immer so meine erste Position, wo ich überhaupt erst hinrenne, wenn ich da auf dem Bonfire komme. Man hier einfach an der Seite weiter, dann, wie gesagt, hier hat man erstmal kein großes Problem, weil die Hydra dann erstmal rechts rüberspringen muss. So, dann hier die Position. Die kann man, by the way, auch töten, die Hydra. Die respawnt dann auch nicht. Also, ist im Prinzip... ich will nicht sagen genau die gleiche, weil ich es nicht weiß. Genau. Ich will nicht sagen genau die gleiche wie in Darkroot. Aber auf jeden Fall natürlich ein ähnlicher Gegner. Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr HP hat. Und im Allgemeinen einfach nervtötend ist. Schauen wir mal, wenn wir schon dabei sind, dann... nur darauf mal, dass wir uns das hier holen. Was haben wir denn hier? Dragon Scale. Auch nicht so schlecht. Kaum mal benutzen. Und was... wow! Jesus Christ! Echt jetzt? Aus der Position? Ich hab ganz ehrlich nicht erwartet, dass er so straight auf mich zurennen kann aus der Position. Falsch gedacht. Hat der eine Kopf eine Mütze auf? Nein, okay. Sah nur so aus für einen kleinen Moment. Dachte gerade, Mann. Stilsichere Hydra, Mann, wie sie mich im Cowboy-Hut angreift. Das heile ich lieber gleich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich einen zweiten Angriff überleben würde. Und weg. So. Keine gute Ecke für einen Zweihänder. Absolut keine gute Ecke. Das ist nicht so geil, regelmäßig in die Wand zu schlagen. Okay, so geht das doch. So, dann will ich da noch raus. Komm mit mir, Bro. Yep. Noch ein Problem. Okay. Komischerweise dieses Mal nicht gestunt. Warum auch immer. Was ist los mit deinem Poiswert? Sehr schön. Komisch, hat ihn für den Moment echt nicht gestaggert. Als er irgendwie im Angriff war. Was weird ist. Sag mir jetzt bitte nicht, dass diese... meine Seelen liegen da unten. Oh, ihr Scumlords. Da komme ich doch gar nicht mehr ran. Zumindest nicht von hier. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht rauslaufen kann und es dann vielleicht grabben kann. Nee, keine Chance. Ah, nein, okay. Bye, bye, Seelen. Würde ich sagen. Ja. So viel dazu. Und die Kamera ist ja auch sehr freundlich. Wie sich mit jeder Ranke weiter hin und her bewegt. Schön. Das ist Ash Lake. Und ich werde mich jetzt erstmal ganz kurz zum Bonfire zurückporten, denn ich will hier raus. Ich will hier einfach nur noch raus. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Was soll's. Lass uns erstmal
zurückwarpen. Ich meine, der Female Undead Merchant in Undead Burg verkauft Purging Stones. Bin mir nicht so ganz sicher. Die kosten natürlich auch ein bisschen was, aber ich habe auch genug Seelen zum Crunchen dabei. Von dem her kein Problem. Gucken wir erstmal, dass wir wieder einigermaßen fit werden, volle Energie haben, denn wie gesagt, so arg viel mehr steht nicht mehr bevor. Also theoretisch könnten wir straight weitergehen zum Endboss, zu Gwyn, und das werden wir auch demnächst machen, denn jetzt haben wir uns so gut wie alle Bereiche angeschaut. Bugger, ist der Bock irgendwie wieder? Trampolin, kein Scheiß, er macht schon wieder. Scheint ein neues Hobby von ihm zu sein. Weiß er nicht, was ich davon halten soll. Aber ist aber nicht so schlimm, dass ich die Seelen verloren habe. Ah Gott, wie war es mit meinem Ding? Ist nicht so schlimm, dass ich die Seelen verloren habe. Denn leveln wollte ich sowieso nicht mehr wirklich. Komm schon. Poisoned. Und gecursed. Und was kann auch passieren? Komm einfach raus, verdammte Ratte. Ernsthaft mal. Warte mal, ich kill die Ratte lieber mal. Komm hier raus. Was ist dein scheiß Problem? Muss ich eben um die Ecke schlagen. Wenn es so weird aussieht, es funktioniert irgendwie. Ich habe sogar einen Moss hier unten drin gehabt. Oh, okay. Na schön. Kaufen wir uns mal Purging Stones, einen zumindest mal. Und schauen, dass wir die Anzeige da oben wegkriegen und unsere HP-Anzeige wieder vollkriegen. Ja, kosten glaube ich 4000 oder so. Sogar noch mehr. Sind auf jeden Fall recht teuer. Ich kann mir vorstellen, dass du dich freust, mich zu sehen. 6000. Oh, echt jetzt? Mhm. Ja, ja. Bis gleich. Du wirst garantiert keine verdammte Seele mehr crunchen. Wegen 45 Seelen. Vergibst du mir? Zu wenig wahrscheinlich, ja? 24. Habe ich das gleiche Spiel schon mal gehabt, als ich mir Transient Curses kaufen wollte. Ich meine, dass wir genau an der gleichen Stelle waren und ich mich damals schon aufgeregt habe, warum zur Hölle er nur 24 Seelen gibt. Es war auch schon anstrengend, so weit auszuholen. Ja. Mit euch beiden sollten wir aber auf jeden Fall safe sein. Und genug im Gepäck haben wir. So, ja. Ashlake. Nicht so wirklich zufrieden mit meiner Sightseeing-Tour, aber okay. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. So, her mit dem Purging Stone. Ich hoffe, dass ich nicht mehr kommen muss. Zumindest nicht wegen dem Purging Stone. Okay, wo haben wir das gute Stück? Ja. Nochmal her dem... Ah, wunderbar. Fühlt sich gut an, wieder voller Herbst zu haben. Aber wie gesagt, es ist schon wenig, was man hat, wenn man hier gecursed ist. Und man sollte eigentlich dann wirklich so schnell wie möglich gucken, dass man den Curse in irgendeiner Weise wieder wegkriegt, ob man es über Purging Stones macht. Denn ansonsten könnt ihr blöd laufen. Was macht ihr beiden da? Bin ich auch eingeladen zu eurer Party? Der sich heldenhaft in den 200er geworfen hat, nur um deinen Kopf zu schützen. Man, 600 Schaden hat er auf sich genommen, dass du nur 180 abkriegst. Und du bist trotzdem down gegangen, Mann. Weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Na gut, okay, Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Und beim nächsten Mal, ja, geht es dann auch mit Riesenschritten dem Ende zu. Wir werden dann zur Lordwessel gehen, die Seelen darin ablegen. Und dann ist es wirklich nicht mehr weit, bis wir Lord Gwyn gegenüberstehen. Bis dahin, haut rein.